Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Das war schon eine interessante Gesprächsart. Wir unterhielten uns über den Missionsbefehl, den Jesus an die Jünger richtet. Wir unterhielten uns über den eigenen Platz finden, über... Naja, und dann mit der Zeit im Gespräch kommen wir drauf, dass unsere Gottesvorstellung gemeint ist, die wir zum Maßstab machten. Hören Sie auf damit, Herr Gott! Es gibt keinen Gott! Deshalb bin ich eingeschworen! Ich würde gerne besser sein, freundlicher, arbeitsamer, motivierter. Und die ganze Zeit beschäftige ich mich mit mir selbst und der Optimierung meiner Person. Und hier liegt wohl mein Problem. Ich kann mir keine Verbesserung anerziehen. Wohin will ich denn besser werden? All unser Denken handelt von der Gestaltung. Erfahrungen, Gestaltung, Verhalten. Damit definieren wir Leben. Über Erklärungen und Erkenntnisgewinn. Schaffen wir damit nicht unsere eigene Gerechtigkeit? Erschaffen wir damit nicht unsere eigene Gottesvorstellung? Ich kann dich nicht einfach in mein Leben integrieren, zumal du längst schon vor mir gegenwärtig warst. Und als ich endlich mal eine Ahnung hatte von dir, sah ich noch besser, wo ich und du so anders bist. Ich hatte Glauben, wo am Leben mich untauglich war. Alle Dinge sind möglich, dem der Glauben besitzt. Ich glaube, Herr, hilf, wo noch kein Glaube ist. Hab geübt in Gaben, doch jetzt willst du mit deiner Gnad auf Sohnes Tat bauen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Nein, wir wollen nicht schwach sein. Wir wollen nicht kraftlos sein. Wir wollen uns selbst sagen, dass wir die Kraft haben werden. Wir wollen es uns selbst sagen. Wie soll ich dir begegnen? Wie begegnest du mir? Selbst mein Dasein ist nur da, weil es lebt von dir. Ich weiß nicht wirklich, wer du bist, doch ich spür, von allen Seiten umgibst du mich. Deine Hand über mir, bis das Licht um uns und nicht Finsternis. Bis der Weg, wenn es keinen Weg mehr gibt. Wenn unsere ganze Welt zusammenbricht, uns klar wird, was du an uns vermisst. Wir sind nichtig und dir doch wichtig. Als wir noch nicht waren, sahst du uns mit deinen Augen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Ein Pastor sprach mir Wirksamkeit zu, Einfluss in der Umsetzung meines musikalischen Talentes. Aber irgendetwas daran machte mich traurig, weil es nicht das Ziel beschrieb, das ich für Gott sein soll. Bei einer Buchbesprechung, etliches fiel auf den Felsen, wird schnell mal von guter Geistlichkeit gesprochen und auf der anderen Seite von dem Fehlverhalten, aber nicht gezeigt, dass unser Felsenherz kein guter Boden ist.
und etliches fiel auf den Fels, und da es aufging, verdorrte es darum, dass es nicht Saft hatte. Noch lange nicht erreicht und noch nicht am Ziel, doch jage nach dem Ziel, das erst dann Ruhe geben will. Bleib nicht auf halbem Wege stehen, auch wenn drauf gehen auch schon sehr glücklich macht. Und mein Staunen, dass er größer ist, dass Gott uns sieht, liebt und sich selber gibt. Er macht sichtbar, wer wir wirklich sind, was vor uns liegt und wahr ergibt. In seinem Sinn. Sein Tod am Kreuz, es ist vollbracht, von Erlösung sagt, hilft mit neuen Augen Leben anzuschauen. Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Ich verstehe anscheinend das vollbrachte Werk Christi am Kreuz in seiner Tiefe nicht. Zu lange verklagt uns unser Gewissen, obwohl Christus die Unstetigkeit meiner Gefühle und Selbstanklage auf sich nahm. Ich scheine mir dies nicht bewusst zu sein, obwohl ich es erkenntnismäßig schon formulieren kann. Was muss das für ein Leben sein, das durch die Kraft Gottes aus dem Grab heraus geschenkt wird? Angekommen in seinem Licht, sehen wir das Licht. Seine Wahrheit bleibt, selbst wenn Schmerz das Herz trifft. Es mag sein, dass alles fällt, dass die Welt in Trümmern bricht. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt, will uns seinem Sohn anvertrauen.